Hallo allerseits. Möchte alle begrüßen zu unserem Heute-Talk. Das ist das zweite Panel, was wir machen. Wir machen jetzt vor der Wahl mit allen Spitzenkandidaten so eine Runde, die wir auch live streamen, das heißt live übertragen ins Internet, und man kann das dann auch auf YouTube, also ganz oder in Häppchen anschauen. Herzlich willkommen auch Frau Dr. Klawischnik, glaube ich, die meisten hier bekannt, Vorsitzende der Grünen, Nationalratsabgeordnete. Und heuer in einem anstrengenden Jahr, Wahljahr, zwei Wahlen schon hinter sich. Und wir machen das so, dass jeder Spitzenkandidat, wenn er möchte, einen Gast mitnehmen kann für ein Thema, was ihm besonders wichtig ist, also sozusagen einen Spezialisten. Und da hat die Frau Dr. Klawischnik vorgeschlagen, den Herrn Gerhard Zubeck. Er ist Biobauer, hat einen relativ großen Biobauernhof, ist sehr, sehr erfolgreich, macht das, was die meisten Leser wahrscheinlich kennen werden, das Biokistl. Ich habe nur gelesen, sie verkaufen 19.000 Biokisteln im Monat. Wir haben 19.000 Kunden. Ah, Kunden, okay. Also gut. 6.000, 6.000 ja gut, genug. Das ist wahnsinnig viel, ja. Und was ich recht toll finde, dass Sie so ein bisschen mich erkundigt, über Sie sehr marktwirtschaftlich orientiert sind. Ja? Und Sie sagen auch, mit Bio kann man durchaus ein Geld machen und das ist keine Schande. Also sozusagen, man kann auch Qualität so produzieren, dass man damit leben kann, sagen wir so, oder überleben kann. Ich möchte noch was dazu sagen, liebe Frau Dichand. Also wir haben jetzt einen Betriebsberater gehabt, der gesagt hat, so klein ist der Kuchen, der der Familie überbleibt, und ein bisschen größer könnte er sein, ja. Aber das sind dann schon wieder Diskussionen. Ich glaube, man kann als Bauer. Was soll als Bauer? Ja, soll man doch mit Mikrofon. Also das brauchen wir bitte. Das brauchen wir für den Livestream, gell? Entschuldigung. Also man soll auch als Bauer Geld verdienen. Dürfen. Es geht ja prinzipiell darum, dass unsere Leser heute die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und deswegen werde ich nur an jeden der Gäste eine Frage stellen. Und zwar, Frau Dr. Klawischnik, mir ist aufgefallen bei den Fragen, die gekommen sind. Erstens waren das sehr breit gefächert, aber viele Menschen haben gesagt, für sie war früher, also die Grünen sind immer gestanden für Umweltschutz, und sie wissen eigentlich nicht, für welche Themen sonst Grüne noch stehen. Das ist ziemlich oft gekommen. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor kurzem ein Briefing mit einer Werbeagentur gehabt, und die Werber sagen, dann ist es nämlich auch für einen Unternehmer schwierig, sagen Sie Ihre Botschaft in drei Worten oder drei Sätzen. Ja? Wenn Sie jetzt das, was Sie vorhaben für die Grünen auch im Wahlkampf, ja, was sind Ihre drei Schlagworte, wo Sie sagen, das ist das, mit dem, hinter dem stehen Sie, das ist Ihr Way for Austria. Also herzlichen Dank einmal für die Einladung. Einen schönen guten Abend noch einmal von meiner Seite. Danke, Gerhard, auch noch einmal, dass du heute mit dabei bist. Das ist mir eine ganz besondere Freude und der Anliegen auch. Also wenn ich es auf vier Wörter verkürzen kann, dann ist es zusammengefasst: saubere Politik, saubere Umwelt. Und mit sauberer Politik meine ich etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich Integrität, Anständigkeit, dass man wegen Werten oder wenn man etwas verändern will in die Politik geht und nicht aufgrund von persönlicher Bereicherungsabsicht. Und das sage ich deswegen, weil wir gerade die letzten Jahre und auch gerade aus meinem Heimatbundesland, wo ich herkomme, nämlich aus Kärnten, eine Ära erlebt haben, wo irgendwie das Selbstbedienen und das eigene sich in die Tasche schaufeln eigentlich im Vordergrund gestanden ist und nicht das Einsetzen für die Interessen von Menschen. Also Korruption, und ich sage es in drei Sätzen, in drei Wörtern dann nochmal, frisst aus meiner Sicht Zukunft auf und frisst Ressourcen, frisst Geld, die wir dringend brauchen eigentlich für Projekte, erneuerbare Energien, Umstieg auf Bioernährung in Kindertagesheimen, Kinderbetreuungsplätze, gute Ausbildung für die Jugend, Universitätenfinanzierung, also all die Fragen kommen dabei zu kurz. Und ein letztes Beispiel, nur damit man sich vorstellen kann, um was es da geht. Wir haben als österreichische Bevölkerung 6 Milliarden Euro für das Bankenpaket hinlegen müssen. 3 Milliarden davon war ausschließlich für die Kärntner Hypoalpe Adria. Und nicht wegen Finanzmarktzusammenbruch, sondern ausschließlich wegen korrupter Machenschaften. Und ich finde, diese Ressourcen, dieses Geld braucht man einfach für andere Politik, eben für so wichtige Projekte wie die vorher aufgezählten. Aber das war jetzt mehr als vier Worte. Nein. Also es ist ja ein komplettes. Das ist ein Teil der 6 Milliarden, sind nur Garantien, aber Sie haben schon recht, weil zum Beispiel die Kommunalkredit hat 1,5 Milliarden verlorenen Zuschuss gekriegt. Ich wäre immer ganz aggressiv, wenn ich das höre. Und dann, wenn unsere Schulen 300 Millionen Euro im Jahr brauchen, ist kein Geld da. Ja? Das ist auf jeden Fall falsch. Ja? Und ich glaube, das ist was, wo wir noch sehr, sehr viel zu tun haben in Österreich.
zum Thema Integrität. Ja? Das trifft ja auch auf Ihren Bereich sehr stark zu. Wenn man jetzt die internationalen Medien liest oder auch lokale Magazine, gibt es ja unglaublich viele Berichte über gefälschte Lebensmittel. Also bei uns hat das angefangen mit Käse, der kein Käse ist. Wobei man sagen muss, dass Österreich im Vergleich, glaube ich, sehr gut ist. Auch die Kontrolle durch die Armen und so und überhaupt die Bauern generell im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut ist. Liegt aber auch an der Größe der Landwirtschaften, habe ich mir sagen lassen. Aber sozusagen, das ist ja auch eine Form der Korruption. Wie glauben Sie von Ihrer Warte aus, also Sie betreiben sowas, Sie leben in diesem Umfeld, wie kann man auch die Großen, also die jetzt wirklich große Ketten beliefern, also es beliefern ja bei uns auch kleine, besser kontrollieren, dass diese sozusagen das, was versprochen wird, auch wirklich im Produkt drinnen ist? Ja, danke schön auch für die Einladung. Danke, Evas. Dass ich da sein darf. Ich glaube, es ist das Problem, dass wir halt in einer Zeit leben, wo diese Geiz-ist-geil-Mentalität ganz einfach geschürt worden ist. Das heißt, es muss alles billig sein und wir fragen viel zu wenig, warum ist etwas billig? Ich behaupte, wenn etwas billig ist, und ich komme jetzt aus der Lebensmittelbranche, ich bin Biobauer, ich produziere Lebensmittel, es kann kein billiges Lebensmittel geben. Das heißt, wir brauchen Preiswahrheit viel stärker. Mir ist vollkommen bewusst, dass der Preisindex, der Lebensmittelpreisindex, eine ganz wesentliche Rolle, eine politische Rolle spielt. Aber 12% der Lebensmittel des Haushaltes werden für Lebensmittel ausgegeben. 12%, das ist nichts. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr Preiswahrheit. Preiswahrheit heißt, wir müssen einmal schauen, ein Nahrungsmittel, das wenig kostet, da leidet ein Mensch in der zweiten, dritten, vierten Welt, beziehungsweise es leidet ein Tier oder es leidet unsere Umwelt. Und es ist verrückt, wie wir leben, dass wir zuerst einmal alles zerstören müssen, um dann viel Geld in die Hand zu nehmen, um es wieder zu sanieren. Preiswahrheit, das ist meine Botschaft. Ja, wobei da ist ja die Kritik immer, dass das sozusagen für eine gebildete Oberschicht, die auch über genügend Geld verfügt, machbar ist. Wenn du sozusagen, ich weiß nicht, 1200 Euro verdienst und mit dem deine Familie ernähren musst, musst du natürlich auf den Preis schauen. Und man merkt es ja auch, also wir leben stark von Anzeigen von Lebensmittelhändlern. Es haben einige probiert, auf Qualität zu setzen in den letzten Jahren. Also haben auch investiert, auch imagemäßig stark in das und eigentlich auch aufklärend, relativ stark, dass Ernährung wichtig ist und was drin ist. Aber Tatsache ist, wenn man sich anschaut, in Krisenzeiten kommen wieder das, was wir nennen Schweinebauchinserate, also wo eigentlich dann, was weiß ich, die Tomate 0,99 kostet und das funktioniert anscheinend. Es ist wahrscheinlich gelernt oder das andere ist nicht gelernt, aber es gibt natürlich schon eine große Menge an Menschen, die nicht über das Geld verfügen, beim Biobauernhof einzukaufen, weil es ist eine Tatsache, dass es natürlich deutlich teurer ist als woanders zum Beispiel. Nein, es muss einmal teurer sein, weil ganz einfach diese Art der Landwirtschaft eine ganz andere ist. Kann ich gerne dazu noch ein paar Worte später sagen, wenn es gewünscht wird. Ich behaupte einmal, 12% der Ausgaben eines Betriebs, 12% sind für Lebensmittel. Und diese Diskussion, beziehungsweise dieser Ansatz, immer wieder zu sagen, was machen die armen, alleinerziehenden Frauen mit ihren 2, 3, 4, 5 Kindern, da behaupte ich jetzt, und ich glaube, das werden Sie mir kaum widerlegen können, gehen wir mal dorthin und schauen einmal. Und ich behaupte jetzt, die sitzen mit ihren iPad und mit ihren Computern, weil wo sind denn die anderen 88%? Ja? Also ich glaube, das ist ein Ansatz, beziehungsweise der Rest ist ein politischer Ansatz, wir brauchen Kostenwahrheit. Wir brauchen Kostenwahrheit, ein Produkt, das ökologisch produziert wird, muss Geld kosten. Gut.
Ich würde mich da auch noch ganz kurz einbringen. Also das ist ein gängiges Thema. Ist Bio leistbar? Fragezeichen, ja. Und ich stelle dann oft die Gegenfrage, warum ist für viele Menschen Bio vielleicht schwer leistbar? Auch unter dem Aspekt, dass es nur 10% oder 12% ausmacht. Ist es eigentlich gerechtfertigt, dass eine alleinerziehende Mutter oder eine Pflegerin oder eine Kindergartenhelferin gerade einmal 1.000 Euro verdient? Ja? Das ist dann die andere Frage, die man stellen muss. Wie ist es mit den Mieten? Also überall in den Ballungsräumen, das merkt man in Wien ganz extrem, das merkt man aber auch in anderen Bundesländern. In den Städten sind die Mieten mittlerweile für viele Menschen nicht mehr leistbar. Also wenn du ein zweites Kind kriegst, musst du überlegen, als kleine Familie, kann ich mir die Wohnung, die ich jetzt eigentlich bräuchte, leisten? Das ist eigentlich der größte Brocken im Moment. Auch Mobilität im Übrigen. Deswegen bin ich auch und wir auch als Grüne so eine Verfechterin von 365 Euro in Wien, aber auch zum Beispiel in Niederösterreich. Also in Niederösterreich zahlt ein Öffi-Pendler, wenn er über mehrere Zonen fahren muss und vielleicht noch einen Bus braucht, bis zu 1.600 Euro. Und das ist, finde ich, nicht in Ordnung. Ja? Und das sind dann die Fragen, die man auch stellen muss. Der Ansatz ist bei den anderen Sachen spannend. Ich glaube nur, mit dem Wohnthema habe ich mich relativ intensiv beschäftigt und es gibt keine Landeshauptstadt in Europa, wo man im Schnitt so günstig wohnen kann wie in Wien. Das ist eine Tatsache. Also, das stimmt schon. Und man muss sagen, also gerade in dem Bereich ist die, wenn man jetzt Wien nimmt, die Stadt Wien tut, glaube ich, sehr, sehr viel. Ja? Und es gibt so viele Förderungen, wie es bei uns im Wohnbereich gibt, gibt es also selten wo. Und das wirklich. Es gibt 400.000 Wohnungen in Wien, die gefördert sind. Ja. Na, am Quadratmeterpreis ist am günstigsten. Einkommen ist ja viel höher. Ja, das kommt drauf an. Also, das ist schon vollkommen richtig. Und auch der soziale Wohnbau und dass man auch den nicht verkauft, unter Anführungszeichen. Deswegen Volksbefragung, jetzt auch keine Privatisierung. Das war nicht nur das Wasser und die Wasserversorgung, sondern insbesondere auch die Gemeindewohnungen. Das ist vollkommen richtig. Ja. Aber in anderen Städten ist es überhaupt nicht mehr leistbar. Also gerade jetzt mit den Krisen auf den Finanzmärkten in den Immobilienbereichen ist jetzt hineinspekuliert worden. Also ich finde die Entwicklung schon schwierig. Und das ist eigentlich ein Thema, was man auch diskutieren müsste, wenn es dann um die Lebensmittel geht. Die müssen dann billig sein und vor allem das Fleisch muss billig sein und dafür habe ich kein Verständnis, weil dann kommt das berühmte, aber über das reden wir ja noch, Pferdefleisch in den Blöcken und so, aber okay. Wissen Sie was, ich würde gerne jetzt einmal unseren Lesern und so, der Herr da hinten zeigt schon auf, vielleicht kann man da ein Mikrofon hinbringen. Mein Name ist Gerhard Reinlich, ich bin Hausmann seit 12 Jahren mit zwei Kindern. Ich habe eine Liste für Sie da bezüglich Preise. Ja. Ich sage nur, ein Joghurt 2005, ja, natürlich, hat 85 Cent gekostet. Ja. Jetzt 2013 kostet es 69 Cent. Karotten, ja, natürlich, 2005 99 Cent und jetzt 2013 auch 99 Cent. Ja, natürlich, es ist nicht so teuer. Und so die 12% möchte ich sagen, 20%. Ich schreibe das genau auf seit 1993. Ich kann nur sagen, was die Gurken kostet. Ich weiß das, ja, ich beschäftige mich damit. Für mich ist das ganz ein wichtiges Thema, ja. Aber ich gebe Ihnen auch die Liste, gibt es das? Danke schön, danke, dass es einen Hausmann gibt, muss ich aber sagen. Danke, aber Sie haben es ja selbst gesagt, was sich in den letzten Jahren ergeben hat, wie sich die Preissteigerung, ich meine, Sie müssten jetzt eigentlich dazu den Benzinpreis, den Dieselpreis, Sie haben kein Auto, Gott sei Dank, aber es gibt so viele andere Sachen, die man ja dazu stellen könnte. Also, weiß ich nicht, das ist alles gestiegen. Aber Handy habe ich auch keins. Was ist gestiegen? Naja, da muss man wieder Heizkosten, sagen. Heizkosten zum Beispiel. Beim also Heizöl sind es ungefähr bei uns im Haus. Ich kaufe ja 12.000 Liter ein für uns, das ganze Haus ist ungefähr um 13% gestiegen. Ja, aber Sie sind kein Durchschnittsbürger, entschuldigen. Bitte? Sie sind kein österreichischer Durchschnittsbürger. Bin ich nicht. Ich schätze Sie, weil ich bin auch kein Durchschnittsbürger, haben wir was gemeinsam. Ein Verdienst, wer sagt das? Wir haben was gemeinsam, ja. Aber wir sind keine Durchschnittsbürger. Mhm. Was ist für Sie ein Durchschnittsbürger? Werden wir heute vielleicht noch diskutieren. Der die 1200 Euro verdient, was die Nein, Frau Klawischnik sagt? Die ganz einfach Geiz ist Geld-Mentalität leben. Ja, die werden wir ja verändern, nicht? Man muss nur ehrlich sagen, das ist ja nicht nur in der Lebensmittelindustrie so, es geht ja überall dahin, dass es nichts kostet. Ja? Also wenn man sich anschaut, auch zum Beispiel telefonieren, ist runtergegangen bis zum geht nicht mehr. Und die Betreiber sagen eigentlich, dass sie, deswegen machen die jetzt alle so hohe Verluste, weil sie eigentlich das nicht mehr abdecken können. Ist ein völlig anderes Thema, aber es gibt schon, es ist der Trend dazu, überall das absolut zu minimieren auf das kostengünstigste Produkt. Aber liebe Frau Dichern, Sie haben bewiesen, dass man mit einer Gratiszeitung unheimlich hohe Werte schaffen kann.
Sie sind dabei, das gut zu machen, hat vielleicht auch etwas an sich. Ich möchte jetzt sagen, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, und das sage ich jetzt als Bauer, Qualität wird heute von den Konzernen vorgegeben. Qualität ist Schönheit. Wir leben in einer Juppie-Zeit, wir müssen alle schön sein. Wir müssen Produkte anbieten, auch wir Biobauern, die homogen sind. Eine Karotte muss ausschauen wie die andere. Ein Kartoffel muss 30 Zentimeter Durchschnitt haben. Und wir Biobauern schmeißen so viel weg. Das heißt, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Strukturen, wir brauchen neue Vermarktungsideen, um das auch vielleicht diesen, unter Anführungsstrichen jetzt, das ist jetzt ein ganz hartes Thema, in dem ich mich da bewege, weil da habe ich mich schon sehr, sehr verbrannt, weil es dann nicht mehr heißt, wo ist denn, um Menschen, die vielleicht nicht das große Einkommen haben, auch damit zu bedienen, ohne österreichische soziale Systeme zu berühren, weil wenn ich jetzt sage, auf die BOKU kommt es raus und glaubt, die Karotten nach dir am Feld bleiben, dann kann es passieren, dass die Finanzpolizei kommt und dass ich ein Strafverfahren kriege, weil das könnte ja Arbeit sein. Ja? Und das muss ich einmal nachweisen. Darf ich Sie nur kurz fragen, was wäre Ihr Wunsch an die Politik, also was den Bereich Lebensmittel, Preise und so weiter betrifft? Oder was wünschen Sie sich in der Frage? Ich spiele auf die Frau Dr. Dichern zurück, auf der Seite 3 täglich, auf der Heute. Könnte man statt einer Frau oder einem Mann jeden zweiten Tag eine Karotte, die der Herr nicht verkaufen kann, dort anbringen? Oder das wäre eine gute Idee, und dass man das essen kann, weil das wäre eine Alternative, die Zeitung lesen in Wien ungefähr. Spannende Idee, ja? Ja, die Zeitung lesen in Wien 40% ungefähr. Hauptwegs, wenn man bei Schulen vorbeigeht, Jugendliche, wäre das zum Beispiel ein Thema. Das könnten Sie mit der Frau Dr. Dichern besprechen. Würde ich empfehlen. Okay. Mhm. Guter Werbegag. Also müssten wir mit den Klinzendorfer, Klinzendorf ist ein kleines Dorf mit 2200 Leuten und die glauben eh schon, dass wir deppert sind. Nein, das glaube ich auch. Also das müssen wir dann schon noch kommunizieren, weil wenn da jetzt jeden Tag ein Haufen Menschen hinkommen, nein, dann habe ich das Problem. Professor Knoflacher hat schon gesagt, schwimmen Sie gegen den Strom, umso sauberer wird das Wasser. Mir steht das. Ja, tun Sie das. Hätte sonst noch jemand eine Frage? Jetzt da. Da, bitte. Sie kriegt sich noch ein Mikrofon, dass das alle hören. Guten Abend, mein Name ist Mittermeier Bruno. Ich habe jetzt keine wesentliche Frage zum Thema Lebensmittel, sondern direkt eine an die Frau Eva Klawischnik. Muss dazu einleitend sagen, die wesentlichen Beschlussfassungen werden in den Führungsgremien bei den Grünen getroffen. Die Mitgliederinnen des Führungsgremiums werden zwar gewählt, die Auswahlverfahren, wer zu den Wahlveranstaltungen, Plenum, Kongress, Ausschuss eingeladen wird, wird stark von der bisher gewählten Funktionärinnen beeinflusst, so dass immer eine Mehrheit für die aktuelle Funktionärinnenvorschläge gewährleistet ist. Das heißt, 50% plus eine Stimme besetzen 100% der Funktionärinnenstellen und entscheiden damit alle weiterführenden Beschlüsse. Die Vorgehensweise mag durchaus statutenkonform sein, jedoch demokratisch bedenklich. Über Minderheiten, egal wie groß oder klein, wird einfach drüber gefahren. Frau Klawischnik, wäre es nicht ehrlicher, das Wort basisdemokratisch aus dem Parteiprogramm herauszustreichen, da es ja ohne dies nur ein lästiges Relikt aus der Gründerzeit ist? Wenn nicht, wie wollen Sie die nicht mehr gelebte Basisdemokratie bei den Grünen wiederbeleben, oder sind Ihnen da die Hände gebunden? Und aus gegebenen Anlass, wird die Bundespartei den niederösterreichischen Weg gehen, indem sie unbequeme interne Kritiker durch Parteiausschluss entsorgt, oder setzen Sie auf die frühere Stärke der Grünen eine ausgeprägte Diskussionskultur? Danke. Also als sozusagen Bundessprecherin und Sprecherin des Vorstandes der Grünen kann ich nur sagen, also dass mir Basisdemokratie sehr, sehr wichtig ist, und vor allem in Zeiten, wo
bei anderen Parteien, also Leute unter Umständen mit dem, was verdienst du jetzt, ich zahle dir das Doppelte, vielleicht geködert werden. So ein Verfahren, wo auf einem Bundeskongress alle Mitglieder zusammenkommen und dann gemeinsam eine Liste wählen und sich Menschen eben auch bewähren müssen und sich vorstellen müssen, ihre Ideen vorstellen müssen, ich halte so ein Prinzip für extrem wichtig. Ja. Und wir haben gerade einen Parteitag im Dezember hinter uns, wo wir ganz, ganz viele ausgezeichnete Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl hatten und wir mussten uns dann halt für ein paar entscheiden und einige haben dann auch kein wählbares Mandat oder keinen wählbaren Listenplatz erreicht. Ja. Andererseits setzen sich dann auch junge Leute durch. Wir haben jetzt einen 23-Jährigen, den Julian Schmidt auf der Liste, die Sigi Maurer, die von der ÖH kommt, von der Gras. Also da passiert dann auch immer wieder auch eine Erneuerung und ich stehe zu diesem Prinzip der Basisdemokratie, dass das gewählt wird und dass das nicht von einem Parteipräsidium oder so bestimmt wird. Ich finde das in Zeiten wie diesen extrem relevant. Aber Sie spielen an auf einen niederösterreichischen Konflikt. Ich glaube, der gehört in Niederösterreich geklärt. Sie sind auch Teil dieses Konfliktes und ich kann dazu auch hier wenig dazu sagen. Ich bin Bundessprecherin und nicht im niederösterreichischen Landesvorstand. Ich würde gerne auch noch eine Frage stellen, und zwar für die Leute, die da online zuschauen. In Niederösterreich haben die Grünen 8% erreicht, die FPÖ 8% und der Stronach als neue Partei fast 10%, SPÖ 21% und ÖVP 50% und in Kärnten die SPÖ 37%, das FPK 17%, die ÖVP 14%, die Grünen 12% und der Stronach 11%. National hatten sie bei der letzten Wahl 10%. Wenn man sich die Wahlen in Europa jetzt anschaut, gibt es in einigen Ländern eigentlich sehr skurrile Ergebnisse. Ja? Dass also sozusagen irgendwelche Rebellen, die eigentlich keine Inhalte haben bei der Wahl, auf in Deutschland, ich weiß nicht, glaube ich 13% kommen, dass es ein Land gibt wie Italien, wo 25% einen Komiker wählen und 30% einen ehemaligen, was ist das dort, Präsident oder so, oder Kanzler sozusagen für Italien, der eigentlich das Land in eine Misere geführt hat wie keiner zuvor. Und da sieht man, dass also die klassischen Strategiekonzepte von Parteien oft nicht aufgehen. Ja, also man hat das gesehen, auch jetzt bei den Wahlen, Stronach hat eigentlich wenig Inhalte gehabt, also war eine, hat, also oder zumindest hat viel gefordert, aber wenig also Vorschläge und hat eigentlich von null auf überall die 10%-Grenze geschafft. Was ja für die Grünen anscheinend schon in gewissen Bundesländern auch ein Ziel ist, überhaupt dorthin zu kommen, obwohl sie eigentlich eine Partei sind mit einer guten Struktur, glaube ich, einer Kernwählerschicht. Was, glauben Sie, machen alle falsch im Moment? Also ich meine jetzt nicht nur die Grünen oder irgendjemand, dass eigentlich solche Wahlergebnisse, das könnte ja bei uns auch sein, dass das bei der Nationalratswahl ein Ergebnis kommt, dass zum Beispiel Stronach mehr erzielt als Grüne oder andere Parteien. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingesagt, aber dass eigentlich auch Leute gewählt werden, die keine Inhalte haben oder kein, wo jeder weiß, dass das eigentlich nur gegen das System ist, aber mit dem nichts verändert wird. Das waren jetzt sehr viele, eigentlich sehr, sehr komplexe Fragen gemeinsam. Also ich möchte jetzt nur mal über uns oder über meinen Weg, meinen politischen Weg auch was sagen. Also ich finde, man muss sich selber treu bleiben. Also man muss seinen Werten treu bleiben und man muss auch den Mut haben. Und da halte ich es gern mit einer Kärntner Schriftstellerin, nämlich Ingeborg Bachmann. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und dass man da oft auch unangenehme Dinge aussprechen muss, das war oft auch grüne Aufgabe. Ja, wir haben, wie wir erstmals über das Problem Klimawandel, Klimaschutz gesprochen haben. Viele haben gesagt, man, geht mich das was an, was halt dann in anderen Teilen der Welt ist, ja, oder wenn Arten sterben oder wenn in der Antarktis die Lebensräume verschwinden oder wenn in Bangladesch Menschen, die halt einen halben Meter über den Meeresspiegel leben, ihre Lebensgrundlage entzogen werden. Geht uns das was an, wenn in Fukushima ein AKW in die Luft fliegt? Und ich sage ja, ja. Aber trotzdem kann es auf den Standpunkt stehen, ich bin mir am nächsten und hauptsache uns geht es gut, ich zuerst, ja, sagen ja auch manche Parteien. Aber ich finde, da muss man sich selber schon treu bleiben. Und das haben Grüne europaweit auch immer gemacht. Also wir stehen einfach zu dem, dass wir auch bei manchen Dingen sagen, hier in der Gesellschaft muss sich einiges ändern. Ja. Das andere, natürlich neue Parteien haben wir immer was Interessantes, haben wir auch mehrmals erlebt. Richard Lugner ist ja auch einmal angetreten, hat ursprünglich, glaube ich, in den ersten Umfang 16% gehabt. Ja. Ich meine, Frank Stronach hat schon ein sehr eigenwilliges Politikverständnis, muss ich sagen. Also mit wahnsinnig viel Geld, ja,
Im Parlament haben wir jetzt den Club sozusagen. Na, aber Status es ist ja Geld schon nicht haben. Alles. Also in Deutschland und in Italien haben wir diese zwei skurrilen Parteien, drücken wir es mal so aus, sehr hohe Prozentsätze erreicht und die hatten also keine Milliardäre im Hintergrund. Das heißt, die Tendenz geht eigentlich schon erstens zum Protestwählen und das Komische ist, dass sie diese Protestwähler anscheinend nicht auffangen. Ja? Auch, die, auch andere nicht. Ja? Ja, nur in Kärnten haben wir jetzt fast 8% dazu gewonnen, muss man auch sagen. Ja. Und da waren auch sicher viele Protestwähler dabei. Ja. Und wir haben in Kärnten zum Beispiel bewusst auf Plakatwerbung verzichtet. Es gab kein einziges grünes Plakat, weil die Kärntnerinnen und Kärntner schon so angefressen waren von dieser Geldvernichtung, die da irgendwie passiert ist. War bewusste Entscheidung. Natürlich hast du auch viel weniger Präsenz. Das Land war zu plakatiert mit Stronach, BZÖ und Dörfler, muss man auch sagen. Ja. Es gab kein einziges Plakat der Grünen. Auch nicht der SP und der ÖVP im Übrigen. Da sieht man, dass man auch anders auch Wahlen gewinnen kann. Ich finde nur Italien, also das mit dem Berlusconi, für das habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich meine, der hat das Land vernichtet an den Abgrund geführt, der behandelt Frauen wie ich weiß nicht was. Also wenn ich den einmal irgendwo erwische, darf ich das jetzt sagen, da werfe ich meine gewaltfreien Prinzipien über den Haufen und haue ihm eine Obe. Das muss ich wirklich sagen, wie der Frauen in Italien behandelt. Ja? Sorry. Ja. Aber beim Grillo sehe ich es ein bisschen anders. Er wird bei uns so ein bisschen als der Komiker präsentiert, aber da gibt es einige auch interessante Persönlichkeiten, die halt sagen, sie wollen Kritik üben, aber sie wollen sich einfach nicht an Verantwortung beteiligen. Ja? Sie wollen bei keiner Regierung mitmachen etc. Auch viele junge Frauen zum Beispiel. Ja? Mein Weg oder unser Weg ist auch ein anderer. Wir sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen auch Dinge anders gestalten und wir wollen dafür auch Verantwortung tragen und stecken dafür auch Kritik ein, weil man, viele Leute kritisieren auch. Ja. Ist ein anderer Weg. Die KPÖ in Graz war ähnlich. Die haben auch einen Wahlerfolg gemacht und haben sich dann am Wahlabend richtig gefürchtet, weil die wollten nicht gestalten. Ja. Und das, da bin ich anders. Ich komme aus einer Umweltschutzbewegung und so wie einige, die auch bei den Grünen mitarbeiten, wir wollen, dass sich was ändert. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir sind nervös. Also wir wollen jetzt und gleich. Ja. Also die Muße zu kritisieren, aber dann nichts zu tun, die habe ich nicht. Ja. Da bin ich anders. Ja eben, aber auf das wollte ich ja hinaus, dass der Protestwähler dann eher zu anderen Parteien geht, weil dieses Angriffsdings wieder im Vordergrund steht, dass anscheinend sich auch in ganz Europa in allen Parteien, die nicht stark genug ihre Inhalte sozusagen den Leuten widerspiegeln, dass sie sie wählen können. Ja? Weil das ist ja das Problem, die Leute wählen ja eigentlich nur eine Kritik, aber nichts, was ihr Leben verbessert. Ja? Und da ist die Frage eben, ob sie in dem Wahlkampf auch sozusagen als totale Oppositionspartei auftreten werden, weil es ist ja leicht zu sagen, ich brauche das mehr und ein Lebensmittel muss günstiger werden und. Das waren ja auch, finde ich, das Problem, wie der Stronach da gesessen ist, wie er gesagt hat, Schulden muss man senken, aber er hat gesagt, na, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben reduzieren und er redet über irgendwas anderes weiter, weil das Sagen ist ja relativ leicht, das ist auch das, was Strache sehr lang getan hat, hat man jetzt eh gesehen, dass das auf Dauer nicht geht. Was haben Sie vor, anders zu machen, dass Sie wieder dorthin kommen, wo Sie einmal waren, also vielleicht auf 15% oder so, weil dann wären Sie ja ein interessantes Zünglein an der Waage vielleicht auch für die anderen dann in der Koalitionsbildung. Ich glaube, dass durchaus schaffbar ist. Ja. Also wir sind natürlich in einer europäischen Grünfamilie und die deutschen Grünen zum Beispiel sind mit 6% in eine Regierung gegangen und haben dort im Wesentlichen den Atomausstieg vorbereitet und haben den Weg freigemacht für die Energiewende, also erneuerbare Energien in Deutschland, eine unglaubliche Industrie dort mit aufgebaut. Ja. Also mit 6%, ja. Das hätte ich mir nicht traut, 6% ist ein bisschen, ja. Haben dann die Wahl gewonnen, sind mit 8% dann noch einmal in die Regierung gegangen. Ja. Also ich wünsche mir schon, dass wir also jenseits der 13, 14, 15% zu liegen kommen, um auch wirklich einen Rückenwind zu haben. Also für die Fragen, wo ich auch denke, dass eine Mehrheit der Bevölkerung auch dahinter steht. Also alle sagen immer, die Kinder sind uns das Allerwichtigste. Und ich denke mir immer, das ist eigentlich eine politische Lüge. Das stimmt eigentlich nicht. Weil dann wäre nämlich die Bekämpfung von Schadstoffen, von Feinstaub, dann wäre Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit, dann waren das nicht solche Kampfthemen. Um jeden Parkplatz wird gestritten, aber Kindergesundheit ist nur reine Rhetorik. Oder dann wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass giftfreies, gentechnikfreies Essen Standard ist in die Kindergärten. Ich meine, Sie haben auch gestillt wahrscheinlich, ich habe gestillt, wir haben uns bemüht, den Kindern das Beste, das Gesündeste, irgendwie die ersten Lebensjahre zu geben und dann weißt du nicht, ob im Kindergarten jetzt Gifte, Pestizide, Gentechnik, ja, also
Es gibt auch noch andere Themen. Dann würden nicht die Jugendlichen, ob das jetzt Lehrlinge sind oder diejenigen, die Matura machen, dann gäbe es nicht Jugendliche, die nicht sinnerfassend lesen können. Damit sind sie ausgeschlossen, nicht nur vom Arbeitsmarkt, sondern de facto auch von jeglicher kulturellen Teilnahme. Ja? Und also das sind also Fragen, wenn man denkt, das ist mit einem überschaubaren Investitionseinsatz lösbar. Absolut. Ja. Und wir haben eine ganze Liste von Dingen, die ich wegstreichen würde, an Investitionen, die jetzt noch passieren, die aus meiner Sicht nicht notwendig sind. Ich glaube nur, dass eben alle Parteien sich auf die gleichen Themen fokussieren und sagen, das müsste sein. Gibt es noch Fragen vielleicht zu dem Thema? Sie wollen noch einmal? Zum Atomausstieg in Deutschland finde ich alles gut, ich bin auch dagegen. Aber Sie wissen, dass die Deutschen jetzt Kohle importieren für Stromerzeugung aus den USA. Wahnsinn. Schweröl am Schiff und so weiter, braucht man nicht philosophieren drüber. Extrem. Die Werte müssen Sie nachschauen. Dann komme ich zum Essen im Kindergarten. Wir reden immer Arbeitsplätze schaffen für Junge. Und warum schauen Sie nicht, die Grünen, dass Küchen in den Kindergärten entstehen? Küchen, die Kinder sollen lernen, von klein auf, wie macht man das Essen? Ich koche zu Hause täglich, die Kinder müssen das mitkriegen, dass es einen Biomüll gibt und so weiter. Wir können nur verändern über die Kinder. Das andere schafft man nicht. Das schafft man nicht, glauben Sie. Ich sehe das täglich, ich bin täglich am Spielplatz. Es funktioniert nicht. Jetzt möchte ich noch zum BIP kommen. Ja? Wenn man denkt, jetzt 2% schafft die Landwirtschaft BIP in der EU und sie kriegen 40% vom Topf. Und wo gehen die 40% hin? In die Industrie. Wir müssen umschichten, so schnell wie möglich. Danke. Was sagt Sie? Ich glaube, das ist auch Ihre Meinung, oder? Dass man bei den Kindern beginnen muss. Welches Kind wird heute doch in die Richtung erzogen, um wirklich diese Basis, das Basiswissen zu kennen? Vielleicht im Kindergarten gibt es einige gute Beispiele, wo man wieder versucht, das Wachsen, das Werden, diese Entwicklung zu transportieren und transformieren. Was lernen alle? Wir lernen integrieren und was weiß ich, wie das alles heißt. Keiner weiß wofür, ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe nie gewusst, was eine Exponentialfunktion ist, bis ich jetzt mit unserem Kistl ein exponentielles Wachstum habe. Jetzt weiß ich, was eine Exponentialfunktion ist. Aber ich habe keinen Mathematiklehrer gehabt, der mir das je erklärt hat können. Du, angeblich macht man beim Rückwärts-Einparken im Hirn eine Integralrechnung, aber ich habe es nie überprüft. Also das heißt, wir leben in einer verrückten Zeit, das wissen wir eh alle miteinander. Und ich glaube, unsere ganz, ganz wichtige Basis sind unsere Kinder. Ist heute öfter besprochen worden, ob das beginnt jetzt mit dem Stillen, ob das dann mit diesen Weiterentwicklungen geht, ob es weitergeht, wie viel sind uns unsere Kinder wert? Aber ich bin jetzt wieder bei den 12%. Und wir haben uns lange, lange Zeit auch mit Buffets befasst, mit Schulbuffets. Wir sind einer der größten im Großraum Wien aktiv teilnehmenden Schulobstprogramm. Die AMA tut die Europäische Union unterstützen in der Ausführung eines Schulobstprogramms. Also in Brüssel wird uns gesagt, wir müssen unseren Kindern wieder lernen, Obst und Obst zu essen. Aber wie kann man denn das an Kind aufsetzen? Ich weiß jetzt nicht, ich nehme jetzt einmal an, da sitzen viele Eltern da. Man kann einem Kind nichts aufsetzen, sondern man muss ein Kind entwickeln, man muss einem Kind was vorleben. Aber es ist so, wir wollen den Kindern ganz einfach aufsetzen, Schulobstprogramm durchzuziehen. Unser Part ist der, dass wir eine Halbtagskraft, 20 Stunden angestellt haben, die nichts anderes macht, als diese ganze, diesen ganzen Aufwand durchzuführen, weil da braucht man ja nur mehr Aufwand. Wir müssen berechnen und da müssen die Hälfte zahlen und so. Das hat ja alles nichts damit zu tun, dass man Kinder motiviert, sondern es hat damit zu tun, dass man halt dort sitzt und ganz einfach abrechnet. Furchtbar. Wir leben in einer Zeit, wo alles abgerechnet werden muss, aber damit kann man ja keine Kinder motivieren oder aktivieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, unseren Kindern auch wieder zu sagen, lernt schmecken, riechen, die Sinne zu benutzen, weil was hilft denn das, wenn Mütter
auch diesen Aufwand, das sage ich jetzt ganz bewusst, betreiben, Kinder zu stillen, wenn das dann von heute auf morgen alles weg ist. Das ist ja verlorene Mühe. Wenn es dann auf einmal kommen zum tiefgefrorenen Essen und das, weil es billig sein muss. Und mein Credo ist, es darf nicht billig sein. Qualität kostet Geld. Sie wollten was fragen. Funktioniert aber. Schauen Sie nach, was für... Nein, aber ich bin ganz ruhig noch, in 20 Jahren bin ich dort, wo der McDonald's einmal war. Das weiß ich. Ja. 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 Sie wollten was fragen. Ich denke, bei uns ja die Motivierung auch. Ich bin zum Teil belächelt worden, weil ich selbst gekocht habe und mir die Kinder auch eingekocht habe, ein bisschen. Und wenn ich mich hingesetzt habe und Obst gegessen habe oder Karotte gegessen habe, dann, ja, du isst, kann ich auch eine haben. Ja, also das kann man sehr wohl lenken, ja, aber man muss es halt selber vorleben. Ja. Aber wenn natürlich das Smoothie dann irgendwo herumsteht oder im Kühlregal oder so, das ist natürlich viel bequemer als einen Apfel zu essen, weil das ist ja Arbeit. Ja. Und von Kindern weiß man, am liebsten essen sie Nudeln mit Saft, weil da brauchen sie nicht viel kauen. Und so ist es beim Obst genauso. Und wenn man es ihnen nicht auch noch vorlebt, dann wird wahrscheinlich nichts draus werden, ne? Weil nur Fruchtsäfte trinken ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Ja? Aber da sind wir bei einem ganz einem relevanten Punkt. Ich finde, alle Werte, Wertehaltungen kann man nur dadurch vermitteln, dass man sie auch selber lebt und ernst nimmt. Ob das jetzt Mitgefühl für andere ist, ob das jetzt der Umgang in der Familie ist, also was isst man, wie isst man, das sind alles Fragen. Und ich finde, das ist eine Weisheit, die geht ja weit über das hinaus, nur über die Ernährungsfrage. Es gilt auch in der Politik so, du kannst nur das ernsthaft vertreten, was du auch wirklich lebst, ja, und sonst ist es hohl. Das ist eigentlich der Punkt. Ja. Und die Kinder sind ja Schulpolitik anschauen in Österreich, die alle reden über unser Schulsystem, und wenn du dir dann anschaust, gehen die Kinder alle ins Theresianum und ins Lycée. Ja, das ist die gelebte Politik. Das gibt es aber bitte bei allen Parteien. Ja. Also meine Kinder gehen ja, nicht ins Theresianum. Es ist kein Vorwurf, aber ich finde, es ist, wenn man dann, oft wundert man sich, welche Kinder man wo sieht, und denkt sich, ja, jeder denkt halt an die anderen. Mir hat einmal ein Politiker gesagt, leider ganz ein schreckliches Statement, Bildungspolitik ist politisch uninteressant, weil das greift erst nach 15 Jahren und da wählt mich keiner mehr. Also das ist, sagt auch viel aus, glaube ich, über die jetzige Politik. Aber das ist, finde ich, eine der Probleme. Das ist bei Ernährung genauso, ja, das dauert lang. Dass der Horizont am nächsten Wahltag endet. In den Niederlanden gibt es jetzt eine Bewegung, das nennt sich Slow Politics. Also die versuchen wirklich bei allen Fragen, also die langfristige Perspektive auch zu zeigen. Wo soll es hingehen in 10 Jahren? Das finde ich ganz wichtig, weil es hört nicht auf mit in 4 Jahren. Und gerade in der Bildungspolitik, wenn du sagst, okay, da machen wir jetzt was anders. Das ist ein Rhythmus von 10 Jahren. Ja. Oder auch in der Energiepolitik, wenn man da anfängt, in eine neue Richtung zu steuern. Ja, da ziehen dann die Konzerne wieder eine andere, das sind Dimensionen von 10, 15 Jahren, wo man in eine andere Richtung auch gehen kann. Ja. Aber zum Beispiel beim Thema Ernährung ist ja nicht nur das eine Thema, das ist ein Verhaltensmuster, ob ich jetzt ein Apfel ist oder nicht, aber das andere Thema ist auch, was in dem Apfel drin ist, ja? Weil es gibt eben Apfel und Apfel, ja? Und Kinder können sehr wohl unterscheiden, ob ein Apfel gut schmeckt oder nicht, nur du brauchst auch Eltern, die den Apfel irgendwie, der gut schmeckt oder biologisch ist, eben erzeugen. Glauben Sie, dass der Staat mehr Verantwortung übernehmen sollte in dem Bereich der Kontrollen und überhaupt der Lebensmittelproduktion? Oder glauben Sie, dass das nicht der richtige Weg ist? Unbedingt. Also wir haben jetzt die letzten Woche dieses Thema mit dem Pferdefleisch gehabt, und ich glaube, das war nur die Spitze des Eisberges. Also wenn man sich vor Augen führt, wie das System funktioniert, ja, das sind Fleischblöcke, die kommen aus Schlachthöfen von ganz Europa. Und in diesen Blöcken, das ist 1 Meter mal 1,5 Meter mal 10 Zentimeter, also das ist so ein Plottenfleisch,
sind Reste von bis zu 1000 Tieren drinnen. Und es ist ein Wahnsinnspreisdruck, der dazu führt, dass das halt dann in die Sauce Bolognese, in die Lasagne und so weiter. Jetzt kann man es humorvoll sehen, ja, und sagen, Pferdefleisch ist ja eh eine Delikatesse, wie es bei uns der Konsumentenschutzminister gemacht hat. Ich habe dann aber gesagt, ich hätte trotzdem gern gewusst, ob meine Lasagne 2008 bei den Olympischen Spielen im Dressurreiten gewonnen hat oder nicht. Ja. Also ich finde, so viel muss uns zugestanden sein. Und das weißt du aber im Moment nicht. Es gibt keine Kennzeichnung der Zutaten. Im Biobereich ist das im Übrigen anders. Im Biobereich gibt es viel strengere Kennzeichnungsvorschriften, auch strengere Kontrollen. Deswegen gibt es auch immer wieder Berichte über die Bio-Eier sozusagen, die gefälschten. Dann sind wieder alle Leute verunsichert. Aber das ist ein Zeichen, dass da auch gut kontrolliert wird. Ja. Und ich wünsche mir generell Lebensmittel, die keinen Reisepass von, ich weiß nicht, an Interrail-Kilometer, 1000, ich weiß nicht, am Buckel hat, sondern ich wünsche mir eine Regionalisierung. Und in dem Sinn, und deswegen sage ich auch noch einmal, finde ich dieses Bio-Kistel-Produkt so großartig, weil es eine Partnerschaft ist zwischen dem Umland und den Städten. Das ist so eine geniale Idee und deswegen würde ich das auch immer und bei jeder Gelegenheit auch aussprechen, auch solche Unternehmen auch zu unterstützen. Das mache ich ganz bewusst, weil es eine Idee ist, diese Stadt-Land-Partnerschaft, die uns wieder zurückführt in die Regionalisierung bei der Ernährung, bei der Lebensmittel, sozusagen beim Lebensmitteleinkauf. Das ist ja einer der großen Ansätze auch vom Lambert, oder dass er sagt, man muss das essen, was bei uns wächst und was jetzt, also das sagen ja viele Biolandwirte. Das Problem ist nur, dass es natürlich eine irrsinnige Lobby gibt in dem Bereich. Ich glaube, diese ganze Kennzeichnung wird mittlerweile eh nicht mehr vom Land gesteuert, sondern ist sehr stark EU-gesteuert. Und ich glaube, da wird man noch lange, lange brauchen, weil da gibt es ein paar Mächtige, die sich wehren dagegen. Gibt es noch Fragen? Ich glaube, da war eine Dame, die wollte was fragen. Weil es eben um das Thema ging, Politik vorausschauen, 5 Jahre, 10 Jahre. Meine Frage betrifft jetzt und zwar das Thema Migration, Ausländer. Für mich stehen ja standen die Grünen immer schon für so alle herzlich willkommen, alle dürfen rein, mehr oder weniger. Wir leben ja jetzt mitten in Europa, wo jeder kommen und gehen kann, wie er will. Mehr oder weniger. Also ich habe selber sehr viele Jahre in südlichen Ländern verbracht, habe jetzt auch sehr viel Kontakt zu südlichen Staaten, geschäftlich, privat, weiß, dass dort meistens Dinge anders gehandhabt werden als bei uns. Wie sehen Sie das als Bundesgeschäftsführerin von den Grünen? Wie soll das in 5 Jahren oder in 10 Jahren ausschauen, wenn zum Beispiel Familienzuführungen gemacht werden, ohne dass ein Wort Deutsch gesprochen werden muss, wie das ja bekannterweise bei unseren türkischen Mitbürgern ist? Wie sehen Sie das? Leidet unsere, also die österreichische Lebensqualität darunter langfristig oder sehen Sie da kein Problem oder wollen Sie da nicht Einhalt gebieten oder ja, wie ist da Ihre Idee dazu? Danke. Also ganz grundsätzlich, für mich ist einmal ein Mensch, egal welchen Reisepass er hat. Ja. Und ich glaube, dass man, wenn man über Zuwanderung und Zuwanderungspolitik diskutiert, muss man sehr genau sagen, wo man hin will. Deswegen finde ich Ihre Frage auch sehr wichtig. Wir sitzen hier in der Industriellen Vereinigung und interessanterweise ist das Einwanderungsmodell der Grünen ziemlich ident mit dem der Industriellen Vereinigung und es wird sehr oft über Klischees hier diskutiert. Wir haben jedenfalls ein Problem, was gut qualifizierte Zuwanderung betrifft. Also viele Leute, die gut qualifiziert sind, die international sich umschauen, wenn sie woanders hingehen wollen, wählen nicht Österreich aus. Andersrum verlassen sehr viele gut qualifizierte Österreicherinnen und Österreicher, nämlich 40.000 jedes Jahr das Land. Also das heißt, dass wir da ein Problem haben. Wir sollten unsere gut ausgebildeten Leute versuchen, im Land zu halten. Das heißt auch mehr Investitionen in Forschung, in Entwicklung. Und wir sollten auch darauf schauen, dass wir auch Leute unter Anführungszeichen einladen, die eine hohe Qualifikation haben. Ja. Dann gibt es ein paar historische Probleme. Also ich komme aus Kärnten. Also mittlerweile ist so, dass in Slowenien arbeiten jetzt mittlerweile mehr Kärntnerinnen und Kärntner als umgekehrt. Ja. Ist aber noch nicht so angekommen in der Bevölkerung. Du hast immer noch so Barrieren. Ja. Deutsch ist für mich eine Schlüsselfrage. Die Sprache zu erlernen, um sich verständigen zu können, ist für mich eine absolute Schlüsselfrage. Andersrum sollte man aber auch den Schatz der Sprachen, den es sonst noch gibt, und in Wien sprechen, werden 40 Sprachen von mehr als 1000 Menschen gesprochen, sollte man diesen Schatz auch heben.
ich sage das auch wieder aus meinen Kärntner Wurzeln heraus, jemand, der zweisprachig war, war in Kärnten ein Mensch zweiter Klasse. Das war kein richtiger Kärntner. Noch bis vor ein paar Monaten haben sie das gesagt. Aber dass das Slowenische ein Türöffner ist in den ganzen osteuropäischen Raum hinein, das wird jetzt erst ein bisschen verstärkt anerkannt. Ja. Also ich finde, da muss man sehr präzise sein und genau sagen, wo man hin will. Ja. Ich denke mir nur manchmal, unsere Gesellschaft hat sich so verändert, also zum Beispiel durch Autoverkehr, ja, durch Industrialisierung, durch Schere zwischen Arm und Reich. Ja. Ich habe als Kind kennen Schlitten fahren im Ort, ohne dass mir ein Auto entgegenkommen ist. Das kennen unsere Kinder alle nicht. Ja. Andererseits hat sich ja Otterkring verändert. Ja. Da hörst halt wenig österreichische Wörter. Ja. Aber ich bin froh, dass ich einen türkischen Händelbrater im Haus habe, sage ich jetzt auch, wenn das Bio-Kistel leer ist und ich koche nicht jeden Tag frisch, dass der am Sonntag auch offen hat und wir was zum Essen uns holen können. Also die Perspektive habe ich auch. Ja. Aber ich glaube, eine Tatsache ist, dass in den Wiener Volksschulen, weil da kenne ich die Zahlen besser, ungefähr 50% der Kinder über alle Volksschulen gerechnet nicht ausreichend Deutsch können, wenn sie die Volksschule beginnen. Das ist nämlich an und für sich eine Wahnsinnszahl. Ja. Wie stehen Sie denn da zum ersten, zweiten und von mir aus dritten Zwangsdeutsch-Kindergartenjahr? Also eines gibt es ja jetzt das Vorschuljahr und ich glaube, in Diskussion ist eventuell noch ein Jahr. Wie stehen Sie dazu? Also ich bin mit den Kindern in einem Kindergarten im 16. Bezirk gegangen und habe bei vielen Kindern nicht gewusst, was ihre Muttersprache ist, weil bei einem Zweijährigen weißt du es noch nicht. Du merkst nur, der eine heißt Kinei, die andere heißt Tabea. Ja. Aber ich habe gemerkt, also wenn die über mehrere Jahre sozusagen gemeinsam in einer Gruppe aufwachsen und gewisse frühpädagogische Förderung auch erreichen, sind die in der Volksschule, ist das alles kein Problem. Ich bin für ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, nämlich als Recht für das Kind, als erste Grundausstattung ihrer eigenen Bildung. Ja. Und das ist, glaube ich, wie wenn es dann Schalter umlegst. Ich glaube, ein Jahr ist zu wenig, aber zwei Jahre vor der Schule, eine gewisse Stundenanzahl, ist, glaube ich, jeder Familie auch nachvollziehbar, dann ist das in der Volksschule kein Problem. Ja. Und im Gegenteil, dann hast du vielleicht, also ich weiß nicht, mein Sohn sagt manchmal Wörter, wo ich nicht weiß, er behauptet, es ist, was sagt er immer, Kroatisch, gell? Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ja. Also ich kann nur dazu sagen, noch ganz kurz, bei mir geht erst einer Volksschule, die anderen Kindergarten in die internationale Schule, also in die VIS, und so viele ausländische Kinder, wie es dort gibt, gibt es sonst nirgends, ja, und auch alle Hautfarben dieser Welt, und das ist überhaupt kein Problem, aber die haben schon Dinge, die man wahrscheinlich politisch bei uns schwer durchsetzen kann, weil wenn ein Kind die Unterrichtssprache nicht folgen kann, dann wird es, egal ob es will oder nicht und ob es aus dem Kongo kommt oder aus Italien, ja, kriegt es verpflichtend 2 Stunden jeden Tag in kleinen Gruppen Englischunterricht, ja, und die kriegen, sie sagen, jedes Kind, egal aus welcher sozialen Schicht, und dort sind auch Kinder aus ganz unteren sozialen Schichten, weil die UNO das für alle zahlt, also auch für die Putzfrau der UNO. Es ist sehr sozial, sehr gemischt, ist nicht so wie die amerikanische Schule. Und da fragt dich keiner. Du kriegst keinen Stuhlplatz, du musst dein Kind dorthin bringen am Nachmittag nach dem Unterricht von 3 bis 5. 2 Stunden jeden Tag ist nämlich ordentlich viel für ein kleines Kind, weil die sagen, das Wichtigste ist, dass die Unterrichtssprache verstehen, dann kann sich auch jedes Kind gleich entwickeln. Und ich glaube, das ist das Problem in Wien schon noch immer sehr stark. Also mit dem einen Jahr ist es jetzt besser geworden. Aber eben auch, glaube ich, diese Aufklärung auch der Eltern, wie wichtig das ist. Ja? Weil das liegt ja nicht am Kind, sondern auch an den Eltern. Und ich meine, da gibt es jetzt eh viele Ansätze von mehreren Parteien. Aber ich glaube, bei Ihnen war immer so ein bisschen, oder war das nicht eine Zeit lang so gegen dieses Verpflichtende, dass man muss, war nicht. Okay. Nein, im Gegenteil. Also dieses 2 Jahre verpflichtend. Ich bin übrigens Ihnen noch was schuldig geblieben. Das ist mir jetzt noch eingefallen. Ich habe Ihnen gar nicht gesagt, wie unser Einwanderungsmodell ausschaut. Aber das hole ich noch in 2 Sätzen nach. Das wäre ein Punktesystem. Da zählt das Alter, da zählt die Ausbildung und da zählt auch, ob es in dem Zuwanderungsland bereits eine Gemeinschaft gibt, wo man sich gut integrieren kann. Das ist so ähnlich wie in Kanada. Und das ist aus meiner Sicht gescheit, weil dann hast du auch weniger, unter Anführungszeichen, Anpassungsschwierigkeiten, wenn es eine Gemeinschaft gibt, wo du schon warst, wie du dich sozusagen, wie du dir dann leichter tust. Und eine Begleitung ab dem ersten Tag, dass du warst, wenn ich zum Arzt gehe, ist das, Sprache ist das. Also von Anfang an auch einen gewissen Überblick über die, unter Anführungszeichen, Spielregeln, aber auch als Hilfestellung, ja. Einwanderungsbegleitung. Und jetzt noch zu den Kindern, da sehen wir aber bei einem anderen Thema auch noch. Ja. Also es sind nach wie vor, die Klassen sind zu groß, die Kindergartengruppen sind zu groß, also da gehört viel mehr auch begleitende Förderung. Also ich finde, eine Gruppe mit 25 Kindern im Kindergarten, eine Pädagogin und eine
unterstützende Kraft. Ja. Ich finde, das ist Schwerstarbeit. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und gerade die Kindergartenhelferin kriegt dann extrem niedrig bezahlt. Das ist einfach nicht okay. Und in anderen Ländern gibt es Gruppengrößen von 12 bis 15 und 2 Pädagoginnen. Ja. Und das ist der Schlüssel. Das gilt auch in der Volksschule. Die Klassen sind immer noch viel zu groß. Ich bin für die tägliche Turnstunde, sogar zweimal am Tag, wenn es irgendwie geht. Ja. Ja, damit auch dieses, was Kindern halt noch eigen ist, also die wollen sich noch bewegen, gerade in der Volksschule, also von 8 bis 12 zu sitzen, das ist alles schwierig. Ich muss sagen, das ist ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen, das diskutiere ich mit allen möglichen Politikern und sage, wir tun die auch auf die Titelseiten, wenn sie sich endlich dafür einsetzen würden, und es ist erstaunlich, wie wenig sich eigentlich dafür einsetzen. Also wenn man sich anschaut, wie wenig sich da getan hat in den letzten Jahren, oder? Und wenn man spricht dann konkret, heißt es immer, naja, die Schule ist von der Stadt oder vom Land und das Budget ist vom Bund, also je nach Schule, bla bla bla. Und es ist kein Geld da, fängt man sich ein bisschen zu ärgern an, wenn man sieht, für was alles bei uns Geld da ist. Wie ist denn das bei Ihnen im Betrieb? Ich habe mal mit der Monika Langtaler lang geredet, die hat mir gesagt, sie, ich glaube, ihr Mann hat einen Heurigen und die finden oft keine Leute, die dort arbeiten. Haben Sie nicht auch das Problem in der Landwirtschaft, dass es eigentlich schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden? Nein, es ist recht schwierig. Also wir sind in der Direktvermarktung tätig. Wir haben 140 Mitarbeiter. Also ich behaupte jetzt doch, dass es ganz ein toller Weg wäre, wenn die Bauern, und ich spreche jetzt als Bauer, sich viel mehr um die Verarbeitung, Weiterverarbeitung ihrer Produkte und um die Vermarktung kümmern würden, wenn sie das können. Unser Vorteil ist halt, wir sind 10 Kilometer vor Wien und wir haben ein Millionenpublikum vor der Haustür. Wenn ich im tiefsten Waldviertel wohnen würde, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Situation. Aber wir sind so. Also wir sind in Klinzendorf und wir haben vom Doktoren, also ich bin selbst kein Doktor, aber wir haben Akademiker bei uns beschäftigt. Aber, und jetzt sind wir bei Ihrer Frage, unsere Saisonarbeiter bzw. unsere Feldarbeiter sind aus der Slowakei, aus Polen und aus Rumänien. Zum Teil schon 10, 15 Jahren bei uns, aber wir finden in Österreich niemand. Das muss ich ganz klar sagen. Und wir haben auch bei unseren anderen Positionen, und ich bin ein unheimlich sozialer Mensch, unheimlich sozial, aber man kann auch Sozialsysteme ausreizen. Wir haben erst heute wieder die Diskussion gehabt, dass man, die Frage ist dann nicht beantwortet worden und die kehrt ja jetzt da nicht her, aber ich stelle sie trotzdem, wie oft darf auch ein Mensch, der vom Arbeitsamt vermittelt wird, darf er das oder darf er es nicht? Also wir haben heute darüber diskutiert, weil angeblich steht es nicht in irgendeinem Sozialgesetz, dass man Arbeitsangebote ablehnen darf, aber angeblich gibt es das dreimal und das vierte Mal muss er es annehmen. Ich weiß es nicht, ist ja egal. Ich finde es recht schade, dass man auch Sozialsysteme so aufbaut und ausreizt, dass man sagt, wer zahlt es denn? Wir zahlen es ja im Endeffekt wieder. Dass man das so aufpauscht, dass auch jeder sagt, naja, das habe ich mir jetzt nicht anzutun, sondern bevor ich jetzt diese Arbeit übernehme, und das sind auch bei uns oft sehr, sehr schwierige Arbeiten. Darf ich dazu nur was sagen, das ist eben ein bisschen auch das Problem, das Gap zwischen Theorie und Praxis. Ja? Also was die Politik umsetzt und wie dann der, der damit leben muss und der die Leute zahlt und Dings. Und ich glaube, dass die Erfahrung machen sehr viele, also vor allem mit was auch Sozialleistungen betrifft oder eben diese Dinge. Aber ich glaube, die sind jetzt nicht parteipolitisch feststellbar, weil wo sitzen die Menschen, die heute Gesetze beschließen? Ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich die Grünen in die Verantwortung nehmen darf. Nein, das war das jetzt gar nicht gemeint. Man braucht nur unsere Lehrer anschauen. Entschuldigung, ich meine, welcher Mensch in diesem Land kann für eine Gewerkschaft sein, Entschuldigung, ja, wo einer, wenn er 2 Stunden im Monat mehr arbeiten muss, wo er eben nur 30 Stunden oder was weiß ich wie viel arbeitet, ich meine, das ist ja lächerlich. Ja? Und ich meine, das ist aber auch unsere Gewerkschaft. Ja? Also wir, ja, aber es ist in Wirklichkeit, es sitzt jeder fassungslos vor dieser Nachricht und denkt sich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Und jeder sagt, das wäre aber so wichtig, dass, was weiß ich, der Lehrer sich mehr Zeit nimmt und, Entschuldigung. Aber das ist natürlich auch Aufgabe der Politik, nicht Ihnen jetzt, weil Sie sind natürlich im Moment nicht in der Regierung oder zumindest nicht im Bund in der Regierung. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem, dass die normalen Menschen das Gefühl haben, dass für sie nichts gemacht wird. Also es werden die Banken, Pakete und Finanz und alles sind groß unter Druck.
Aber bei diesen alltäglichen Sachen verbessert sich die Lage nicht gerade. Frau Dichern, darf ich was dazu sagen noch? Es ist ja verrückt. Ich sage immer, wir leben in einer verrückten Welt. Auf der einen Seite ist Arbeit, Feldarbeit, die wunderschön ist, schwer ist, ist verpönt. Man geht lieber den ganzen Tag, sitzt vor einem Computer, fragt am Abend, was habe ich denn da, ich weiß nicht, und geht dann aufs Laufband oder irgendwo ins Fitnessstudio, dass man sagt, jetzt mache ich was. Also alle, die wirklich was Sinnvolles arbeiten wollen, herzlich willkommen. Bei uns kann man Beregnungshaare umlegen, man kann schwere Arbeit leisten, man schläft am Abend gut. Und auch was, oder? Bitte? Müssen wir reden drüber. Es kommt darauf an, was dann leisten. Ich meine, ich sage das jetzt nicht. Wir zahlen das auch, ja, 6,50 Euro. Aber unsere Leute, möchte ich dazu sagen, kommen uns einmal vorbei und schauen sie sich an, haben auch noch Kost- und Quartier gratis. Ja. Die wohnen nicht in Container, sondern wir haben auch in Erfahrung gebracht, dass es ganz, ganz wichtig ist, weil das sind andere Regionen, die da bei uns leben. Wir haben unsere Rumänen, unsere Polen und unsere Slowaken in drei verschiedenen Lokalitäten unterbracht, wo wir wissen, wenn sie dann saufen, fangen sie zum Raffen an. Und darum haben wir es wirklich auseinanderdividiert. Aber sie leben wirklich in schönen Zimmern und haben auch Dusche und Bad und die leben nicht in Containern. Das ist auch ganz wichtig. Und das ist Teil ihres Gehalts. Natürlich ist es wenig, aber ich glaube, es kommt ja darauf an, wieder, was leistet man und was tut man und was macht man für sich und was macht man für ein Ganzes. Das ist halt so mein Zugang. Also ich habe als Jugendliche Feldarbeit gemacht. Ich habe es nicht so gern wegen, da war ich 16 und bin oft um 5 Uhr in der Nacht heimgekommen, habe mir die Schuhe ausgezogen und habe mir die Gummistiefel angezogen. Ich habe es gar nicht wegen in die Ferien dann noch aufs Feld gehen. Aber ich möchte noch ein politisches Comment dazu machen. Also ich finde, es muss schon sowas wie einen Mindestlohn pro Stunde geben. Also wir sind da höher bei 7,5 Euro. Ich finde, das ist auch etwas, was man aus frauenpolitischer Sicht aus vertreten muss, weil genau so kommt die Einkommensschere zustande, dass du halt in manchen Branchen einfach über ein gewisses Level nicht hinauskommst und dadurch diese minus 25% mindestens übers Leben gerechnet im Durchschnitt dann halt hast und Altersarmut und diese ganzen Themen. Also das ist dann schon noch eine komplexere Geschichte. Obwohl mir das heute fällt, nämlich dass ich auch körperlich arbeiten kann, ich tue dann meistens irgend sowas wie, ich weiß nicht, Boden wischen oder so, dass ich ein Ergebnis auch sehe. Also. Aber ich möchte dazu sagen, liebe Eva, wir sind jetzt wieder bei der Preiswahrheit. Also ich persönlich brauche kein goldenes Dach, kein goldenen Rauchfang, kein großes Auto, obwohl ich mein Betriebsberater jetzt irgendwann mal gefragt habe, wo ist mein Ferrari, mein Grüner, den es nicht gibt, so sage ich es jetzt einmal. Das hat wieder mit Preiswahrheit zu tun. Wenn biologische Lebensmittel auch das kosten, was sie kosten müssen, dann sind wir gern bereit, unseren Produzenten, also diesen Handarbeit Menschen noch mehr zu zahlen. Das Problem ist nur, dass Konzerne heute billige Lebensmittel verlangen von Bauern und dass wir als Bio-Vatermann, so sage ich das jetzt einmal, uns dagegen stellen und sagen, wir liefern euch nichts, weil wir brauchen euch nicht. Und da schauen sie uns alle ganz groß an und sagen, das gibt es ja nicht. Wo kann es denn das geben? Da gibt es jemanden, der braucht uns nicht. Weil wir vor Wien sind und weil wir Millionen Publikum vor der Tür haben und weil wir versuchen, unseren Kunden auch das zu transportieren. Ist nicht einfach, aber es ist unser Weg und es hat funktioniert. Und ich glaube, warum habe ich so viel Kraft und Energie und Freude an den ganzen, ich möchte meinen Kollegen, ich bin kein gelernter Bauer, Gott sei Dank, und ich behaupte immer wieder, unsere Branche braucht viel mehr Quereinsteiger. Ich habe Landmaschinen verkauft, ich bin auf der anderen Seite gesessen von den Bauern und habe nicht verstanden, warum die immer jammern. Alle haben immer nur gejammert und alle anderen waren schuld. Landwirtschaftsminister damals noch, heute sind es halt die Brüsseler, ist ja weiter weg und viel besser. Aber warum, jeder Mensch hat die Chance, morgen in der Früh aufzustehen und zu sagen, ob heute mache ich es anders und das ist gelungen, Gott sei Dank. Und wenn Sie mich jetzt fragen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Bauern da sind, und jetzt stellen Sie ihn vor, Herr Zobeck, jeder macht so wie Sie,
So fragen sie mich immer, sage ich, ich meine, so wie ich mache es und so wie man es noch machen könnte, gibt es ja 150 andere Möglichkeiten. Man muss nicht immer alles kopieren. Man muss ja. Nein, und man muss sagen, es kommt schon stark. Also die Biomärkte kommen stark. Also es gibt aber ganz einfach, auch das braucht Länden, Menschen, die das ziehen. Ja, die das ziehen. Und vielleicht, wenn ich dann einmal im Himmel bin, ich habe heute Geburtstag, das sage ich auch dazu, und wenn ich im Himmel oben bin, in 20 Jahren, ja, danke. 20, 30 Jahren, dann wird das alles Usus sein. Aber es ist immer wichtig, wenn man beginnt. Und ich glaube, wir brauchen alle mitzusammen immer Menschen, die Mut haben, die sagen, so wie sie es gemacht haben, wir hatten am Anfang, ich meine, ihre Zeitung, was haben sie gesagt zu Ihnen, Frau Dichand, oder? Ja, die große blonde Frau Dichand macht eine Tageszeitung, ist in irgendwelchen Magazinen gestanden. Und? Wann war das? Ja, vor 9 Jahren. Und was sagen Sie heute über Sie? Heute lachen wir über die, weil die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben, wenn sie nicht irgendeiner kauft, der viel Geld hat oder einer schon besitzt. Aber es ist anders heute, halt. Anscheinend in den Printmedien ist es anders und in der Landwirtschaft, das dauert heute halt viel, viel mehr länger. Aber die Hoffnung ist da. Wir sagen in der Politik immer, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Also das ist also, ich glaube, da ist noch so, jemand. Darf ich mal ganz kurz auf ganz anderes Thema kommen, das mir am Herzen liegt und warum ich da bin. Mein Name ist Dr. Lagler. Ich habe folgende Frage an die Frau Dr. Klawischnik. Sie haben gesagt, Sie wollen als Grüne Verantwortung übernehmen, haben diese auch in diversen Funktionen schon übernommen, wenn ich an Linz denke, wenn ich an Graz denke und insbesondere hier in Wien, wo Sie den also im Rathaus ja sitzen und keine ganz unwichtige Funktion, die aber auch den Verkehrsstadtrat beinhaltet. Und wenn ich von Ihrer Frau Magister Vassilakou, glaube ich, heißt sie, zweimal die Antwort bekomme, sie wäre nicht zuständig für Verkehrsangelegenheit eines ganzen Gewerbes, in dem Fall dem Taxigewerbe, und Sie werden sich vielleicht an ein persönliches Gespräch mit Ihnen erinnern, anlässlich einer kurzen Fahrt von der Romy-Gala, wo ich Ihnen die Problematik vorgetragen habe, die Taxilenker in Wien speziell in den Abendstunden haben. Es ist nichts geschehen und ich habe Ihnen drei, sagen wir mal, die Spitze des Eisbergs damals vorgetragen. Es gibt ein Verkehrschaos seit Jahren in der Rotenturmstraße am Samstagabend, am Sonntagabend, das katastrophal ist, wo die Polizei konstant alle halben Stunden durchfährt, nicht einmal aussteigt und Strafmandate ausstellt mit 80 bis 200 Euro. Und da kann ich nur als Gegenpart erwähnen, dass ein Taxilenker an einem Tag einen Umsatz im Durchschnitt von 80 bis 120 Euro hat, Umsatz. Und wenn ich mir hernehme, die ganzen Bandballveranstaltungen, Großveranstaltungen wie Hofburg oder Rathaus, wo selbstverständlich das Taxigewerbe eine Aufgabe hat, dorthin zu fahren und für Fahrgäste zur Verfügung zu stehen und die Polizei dort abkassiert Länge mal Breite, oder wenn Sie hernehmen die Staatsoper, wenn Sie sich dort mal hinbegeben und die Tafeln sich anschauen, die Zufahrt zu der Auffahrt der Staatsoper ein absolutes Fahrverbot hat, mit Ausnahme der Busse und Rundfahrten. Und die Polizei bittet täglich dort abkassiert und eine Frau Velasco mir schriftlich zweimal, nicht persönlich, sondern durch ihr Sekretariat, mitteilt, dass sie nicht zuständig wäre, dann frage ich mich, wo ihre Verantwortung bleibt. Was schreibt sie, wer zuständig ist? Schreibt sie nicht. Sie ist also nicht zuständig.
Ich kann Ihnen jetzt niemand. Ehrlich gesagt keine Antwort geben auf Nein. die Rotenturmstraße und die Strafkultur der Polizei dort. Also das muss man sich anschauen. Ich habe Sie seinerzeit gebeten. Naja, die Polizei, glaube ich, gehört zum Innenministerium, oder? Das ist nein, das Problem sein, nein, oder? Nein, das ist Aufgabe der Frau Velasco. Ein Herr Schicker war auch zuständig, sind Sie mir nicht böse. Das ist die gleiche Funktion. Und ich kämpfe seit vielen, vielen Jahren nicht nur für diese drei eklatanten Dinge, sondern es gibt noch eine ganze Menge mehr. Hier wird kassiert und die arbeitende Bevölkerung jeden Abend abkassiert. Und keiner tut was, auch Sie nicht als Person. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann und es ist einfach auch nicht möglich, also sich mit jedem einzelnen Standort verkehrspolitischen Problem in Österreich auszukennen, wenn man für die Bundespolitik zuständig ist. Ich kann Ihnen nur Folgendes anbieten. Sie geben mir jetzt Ihre Telefonnummer und ich kläre das noch die einmal. Die haben Sie bereits, aber Sie kriegen Visitkarten von mir. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Telefonnummer habe. Ja. Sie haben sie. Ist gut. Wir können das gerne noch einmal versuchen zu lösen, das Problem. Ich denke nur, wenn eine Stadträtin sagt, sie ist nicht zuständig, wird irgendwer anderer zuständig sein. Wir werden denjenigen schon finden. Ja. Aber ich bitte auch um Verständnis. Ich bin im Parlament, ich bin sozusagen für die Bundesebene zuständig. Ich rede eh gern zu Backpickerl und allen Fragen. Nur jeden einzelnen Standort kann ich jetzt nicht beantworten. Nein, das ist ja die Überforderung. Ich habe ehrlich nur sagen, diese drei hat jeder Dinge genannt, weil sie so eklatant sind. Okay. Und für mich ist es einfach unverständlich, dass eine Verkehrsstadträtin, die Zuständigkeit sehr wohl hat, einfach den Kopf in den Sand steckt. Aber danke schön, das bringt mir auf eine gute Idee, was glaubst du, was wir beim Kistl ausliefern für Strafzahlen? Also ich hänge mich da sofort an, das ist viel Geld, also ich bin dabei. Also das wären noch ein paar Visitenkarten heute, glaube ich. Ja, ja. Da waren noch ein paar Fragen, wer wollte noch... Vielleicht die Dame dahinter, weil die hat schon das Mikrofon. Ja, also meine Frage richtet sich an die homosexuelle Bevölkerung in Österreich, an Lesben und Schwule, und zwar spezielle Frage auch an die Frau Dr. Eva Glawischnik. Wann wird in Österreich die Ehe für Lesben und Schwule geöffnet? Also an und für sich haben wir jetzt die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft, also das heißt, die Diskriminierungen, die es in breiten Bereichen gegeben hat, ist einmal teilweise abgeschafft. Es gibt noch Unterschiede, zum Beispiel beim Bindestrich und dass man sich auch nicht am Standesamt unter Anführungszeichen verpartnern kann. Aber im Wesentlichen ist mit der eingetragenen Partnerschaft jetzt schon sowas wie eine Gleichstellung erfolgt. Wir sind noch nicht 100% zufrieden. Also ich finde, es gibt eine Problematik, die man oft außer Acht lässt, nämlich was ist, wenn jemand nicht verpartnert ist und es gibt Kinder. Wir haben zum Beispiel eine Vizebürgermeisterin in Graz, die hat zwei Töchter. Und würde sie sich verpartnern und würde ihr was passieren, würde sie bei einem Autounfall zum Beispiel ums Leben kommen, könnte ihre Partnerin die Kinder nicht aufnehmen, also nicht adoptieren. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ja? Dass die Adoption für Lesben und Schwule geöffnet wird in Österreich. Ja, absolut. Es gibt so viele Waisenkinder, so viele Kinder, die sich freuen würden bei einer Familie. Das heißt jetzt ein Mann, eine Frau, ein Mann und ein Mann, die würden sich sicher freuen, ein gutes Zuhause zu bekommen, was nicht mit der sexuellen Orientierung zusammenhängen sollte, meiner Meinung nach. Ja, ja, bin ich ganz Ihrer Meinung. Ja, das ist einer der Punkte, wo man oft vergisst, dass es eben eine bestehende Familie gibt, wo eben zwei Partnerinnen zusammenleben und wenn der einen was passiert, ist unter Umständen die Gefahr, dass die gewohnte Familiensituation für die Kinder dann nicht mehr möglich ist. Und das ist nach wie vor noch eine Riesendiskriminierung aus meiner Sicht. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir offiziell heiraten können in Österreich. Also es gibt ja manche, die sagen, wenn man unbedingt heiraten will, aber ich habe auch geheiratet, ich finde, das soll jedem offen stehen, egal ob schwul oder lesbisch, ja, oder heterosexuell, das ist vollkommen normal für mich. Ich finde, da sollte der Staat auch nicht zu viel hineinschauen. Wer wen liebt, geht den Staat einfach nichts an. Es soll keine Diskriminierungen geben. Okay, danke. Das Mikrofon noch da in der zweiten Reihe. Der zeigt schon so mal auf. Okay. Grüß Gott, ich habe eine kurze Frage an Sie. Also es ist so, dass die Grünen scheinbar wirklich sehr viele Inhalte haben. Ich habe jetzt sehr viel gehört und gelernt, was ich bisher nicht gewusst habe.
Es ist nur so, dass eigentlich immer noch, also für Wien jetzt einmal gesprochen, also immer noch diese Parkplatzthematik ist und immer diese Quälerei. Und wollt ihr nicht doch? Und machen wir doch einen? Na, fragen wir noch einmal. Nein, fragen wir nicht. Nein, wir wollen es nicht. Na, fragen wir noch einmal. Ja? Das ist so penetrant. Ja? Und es ist so, ich meine, auch wenn jetzt ein, wir sind eine Familie, wir haben ein Auto. Ja? Und ich finde, das steht uns einfach zu. Ja? Und diese Entscheidung muss jeder selber treffen, auch wenn er in der Stadt wohnt. Und dann habe ich auch noch eine Zusatzinformation nämlich bekommen von einem Hausbesitzer. Und zwar ist es so, dass es in Wien eine Garagenverordnung gibt, ja, oder ein Garagengesetz. Das heißt, für jede Wohnraumeinheit, die geschaffen wird, muss der Bauherr eine Parkplatzeinheit errichten. Und wenn er das nicht tun kann, weil da halt kein Platz ist oder was auch immer, dann muss er eine Gebühr dafür errichten. Und dieser Parkplatz, den man zur Verfügung stellen müsste, der müsste für 20 Jahre gewährleistet sein. So, jetzt müsste diese Gebühr ja theoretisch auch für 20 Jahre gelten. Jetzt macht aber dieser Haus, also dieser Bauherr, stellt das Ganze auf, schlägt diesen Zusatzkosten auf die Mieterwohnung drauf. Das heißt, der Mieter zahlt einmal automatisch diesen Abschlag. Und dann kann er noch das Parkpickerl zahlen. Also im Prinzip zahlt er doppelt für einen Parkplatz, den er womöglich überhaupt nicht hat. Also ich muss grundsätzlich sagen, ja, ich finde in einer Stadt, wo Raum knapp ist, ja, ist es legitim, über sowas wie Raumbewirtschaftung nachzudenken. Was darfst du im öffentlichen Raum? Ja? Du kannst dir auch nicht... Also, du kannst in keine einzige europäische Stadt mehr einfahren. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in Italien war. Es ist vollkommen unmöglich, in irgendeine italienische Stadt mit dem Auto einzufahren. Ja. Ich finde, das Parkpickerl ist sozusagen eine Maßnahme einerseits, um erstens deutlich weniger Verkehr in der Stadt zu haben. Also das ist nachweislich. Und andererseits, um auch eine Umstiegseinladung auch auszusprechen für diejenigen, die eine Wahl haben, wenn sie einpendeln. Wien hat im Grunde das große Problem, dass von den mittlerweile 200.000 Leuten, die einfahren, 80% mit dem Auto einpendeln. Und es werden immer mehr. Und das ist eigentlich unser großes Problem. Und die Lebensqualität in der Stadt ist für uns Bewohnerinnen schon entscheidend. Also Verkehrssicherheit, dass du in der Nacht das Fenster aufmachen kannst, dass du weniger Lärm hast. Und dort, wo das Parkpickerl funktioniert und dort, wo es eingeführt ist, funktioniert es, ist es einfach auch so. Also wir wohnen im 17. Bezirk. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich würde es sogar wagen, meine Kinder wieder zu Fuß in die Schule zu schicken. Verkehrssicherheit ist ein Riesenthema. Und es hat sich deutlich reduziert. Es ist kein Vergleich zu vorher. Und mir tun die Bezirke wirklich leid. Wie der 18. oder der 10., die zugepackt werden, ja, mit teilweise ausländischen Kennzeichen und Niederösterreich. Ich finde, man muss die Taktverbindungen von Wien hinaus ins Umland auf 10 Minuten reduzieren. Das muss wirklich attraktiv sein. Und du musst auch wirklich preisliche Angebote machen. Und du musst da schauen, dass solche Geschichten wie wenn du mit dem Auto pendelst, kriegst die Pendlerpauschale bis 20 Kilometer und wenn du Öffi pendelst, kriegst du es nicht. Diese Sachen finde ich alle, muss man im Gesamten sehen. Ja. Ich verstehe, dass Sie sich manchmal ärgern. Also mein Mann ist auch immer gekreist, weil er arbeitet beim Fernsehen und manchmal Kameras und solche Sachen zu transportieren, ist ewig gekreist, ja, und ärgert sich, dass er Lebenszeit verdurrt beim Parkplatz suchen. Verstehe ich jeden und jede total. Aber man muss trotzdem schauen, in welche Richtung wollen wir. Wir haben jetzt bei den Wiener Linien mehr Jahresnetzkartenbesitzer. Wir haben weniger Autoverkehr. Wir haben mehr Radler. Aber es gibt Städte, die haben 40% Radanteil. Also das ist abenteuerlich, wo man da noch sich hinentwickeln kann. Ja. Also mehr öffentlichen Verkehr. Ja, aber ich verstehe Sie. Ja. Ich finde, man muss nur überlegen, bei einer Stadt, wo jedes Jahr 20.000 zusätzliche Menschen hier wohnen, wie organisierst du da die Mobilität und wie organisierst du das Zusammenleben? Ja? Den Lärm, die Sicherheit, den Dreck. Ja? Wobei, ich glaube, das ist in Wien eh ganz gut organisiert. Das Problem sind die Reinkommenden, also sozusagen die, wir finden auch, man sollte die U-Bahn bis St. Pölten machen, oder? Da sind wir wieder bei den Föderalismusgrenzen. Ja. Der Herr hatte da noch eine Frage. In New York, der Mayor Bloomberg hat jetzt probiert, dass man weniger Getränke mit viel Zucker trinken, benutzen soll. Und selbstverständlich, der Zuckerlobby hat sofort gesagt, na, die armen Leute, die brauchen eben den Zucker für Kalorien. Das heißt, man kann denen nicht die Nahrung wegnehmen. Das ist sehr ähnlich zu was die Petroleumleute sagen, dass arme Leute alte Wagen haben und brauchen eben mehr Gasolin benutzen. Das heißt, man kann nicht das beschränken. Okay, die Frage ist, wie macht man das gesetzlich, dass Leute das Richtige tun für den eigenen Zweck?
Das heißt, dass die gesünder sind und es besser tun, aber dass wir das gesetzlich das erzwingen. Ja. Ich glaube, das kann man gesetzlich gar nicht machen, sondern... Außer in einer Diktatur. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, die Menschen aufzuklären. Aufzuklären. Wir haben schon gesprochen, das beginnt im Kindergarten, muss über die Schule weitergehen. Und Sie wissen sicher, wie uns die Werbepsychologie verrückt macht. Wenn es sprechende Schweindeln gibt und wenn uns die Werbung mit Dirndln verspricht, was sie nicht hält. Meine Meinung ist, einen mündigen Konsumenten zu haben. Einen mündigen Konsumenten, der aufgeklärt ist und der jeden Tag weiß, dass seine Kaufentscheidung, er hat jeden Tag die Wahl. Politiker haben es alle 3-4 Jahre, der Konsument hat es jeden Tag im Börsel. Er kann entscheiden, wofür er steht, und ich glaube, die großen Konzerne, Ihre Frage jetzt, wie man es politisch macht. Die großen Konzerne werden sehr, sehr rasch aufgerüttelt, wenn sie diese Kaufentscheidung spüren. Es liegt am Konsumenten. Aber der Konsument ist verwirrt, der Konsument ist verwirrt, die Psychologie, die Werbepsychologie. Ich meine, entweder der Konsument ist träge oder die Werbepsychologie ist gut, das kann man jetzt sagen, wer ist der Bessere. Aber die Konsumenten sind verunsichert, die Konsumenten wissen nicht, woran sollen sie glauben, was können sie glauben. Mein Credo ist es, wirklich dort zu beginnen, dort wo es wächst, wirklich zu schauen, wie funktioniert es. Und auch diese Entwicklung weiter anzuschauen, das ist mein Zugang. Ich hätte noch, darf Zucker trinkt, ist das Beste, das da existiert. Mhm. Und dafür sind die Leute fett und krank. Mhm. Ist bei uns auch so. Es ist bei uns auch so. Ich glaube, das passiert hier auch. Ja, und es wird wahrscheinlich immer stärker. Der relevante Punkt ist, Wissen ist Macht. Und wenn du als Konsument, als Konsumentin von Wissen ferngehalten wirst, verwirrt wirst, also ich meine, du musst dir teilweise bei Produkten nicht schon einen Beipackzettel lesen, dass du überhaupt eine Ahnung hast, also was du da zu dir nimmst. Ja? Und das mit dem Zucker, das ist schon, finde ich, ganz eine gefährliche Geschichte. Also was wir uns bemühen, einfach Wasser trinken zu lernen. Ja? Also im Kindergarten haben sie Tafeln, du kriegst einen Gutpunkt, wenn du ein Glas Wasser getrunken hast. Für dich ganz, ganz relevant. Ja? Aber das sind auch Dinge, die man auch vorleben muss. Ja? Also wenn man sich dann halt in Kaffee den Zucker einschüttet, du kannst es nicht anders als durch Vorleben gestalten. Wobei, zwingen kannst du die Leute nicht. Wir haben einmal einen Versuch gemacht, wir haben Zukunftsthesen präsentiert und haben eine sehr provokante These hineingenommen und geschaut, wie das funktioniert, nämlich das Verbot des täglichen Schnitzels. Bei diesen Zukunftsthesen waren ganz relevante sonstige Fragen, Finanzmarktfragen, Banken sollen in Konkurs gehen können und so weiter. Aber die emotionalste Frage war das Schnitzelverbot. Also der Leute haben sich aufgeregt, unglaublich. Ja. Aber es war ein wunderbares Beispiel und ein Aufhänger, wie du dann das Bewusstsein, was bedeutet der Fleischkonsum, wie werden die Tiere ernährt in Europa, wie hängt das mit dem Klima zusammen, welche Verantwortung hast du da, auch mit dem Preis. Diese ganze Frage des Lebensmittel-Agrarkomplexes, wer kriegt da überhaupt die Förderungen, wer kassiert den großen Teil vom Kuchen, ja. Über das konnten wir dann reden. Aber zuerst war große Aufregung, die Grüne wollen das tägliche Schnitzel verbieten, ja. Aber so ist halt, ja. Aber ich glaube, der Mittelweg ist schon, dass man auch über die EU zwingt, die das ja teilweise verhindert. Da war ja Österreich fortgeschritten, im Vergleich zu anderen Ländern auszuweisen, was in den Lebensmitteln drin ist. Das andere ist natürlich Bildung, dass du Menschen so ausbildest, dass sie auch mit dem umgehen können. Weil die Information gibt es ja wohl, weil natürlich durch das Internet wird alles viel transparenter. Du kannst jeden Farbinhaltsstoff, alles googeln, herausfinden. Na wirklich, im Vergleich zu vor 10 Jahren ist da irgendwas umgestanden, ich weiß nicht, muss jetzt in die Nationalbibliothek gehen. Heute, also wenn man will und wenn man auch über das Wissen verfügt oder die Ausbildung, sich mit dem überhaupt zu beschäftigen, kann man natürlich alles nachschauen. Aber ich glaube, es gibt ja große
immer wieder Widerstände auch der Lebensmittelindustrie oder der herstellenden Industrie, eben das nicht auszuweisen. Ja? Da sind die Amerikaner an und für sich ein bisschen besser. Mit anderes Haftungsrecht, ja. Aber das Wasser muss auch so sein, dass du es trinken kannst. Und damit sind wir wieder bei der Biolandwirtschaft. Also da hat Wien schon eine einzigartige Situation. In Niederösterreich, im Burgenland, in Kärnten gibt es teilweise Gemeinden, wo du das Wasser nicht trinken kannst, weil es einfach nitratverseucht ist und du ewig lang brauchst, bis du Informationen darüber kriegst. Und dann kommst du erst drauf, warum, ja? Also was du an Pestiziden und so weiter einfach halt verwendet wird über Jahre. Ich würde sagen, wir haben noch 5 Minuten, dass wir vielleicht noch 2 Fragen gibt es noch. Bitte da vielleicht noch einmal der Herr. Dass wir dann langsam zum Schluss kommen. Ich habe nur eine Verständnisfrage, beziehungsweise was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe, ist zum Punkt Zuwanderungsthema. Es kommt immer wieder vor, dass quasi Leute nach Österreich kommen, lange da sind, gut ausgebildet werden, bestens Deutsch sprechen, integriert sind und dann kommt irgendwer drauf, dass der eigentlich nicht da sein darf und die werden weggeschickt. Das heißt, wir nehmen österreichisches Steuergeld in die Hand, investieren in die Bildung von diesen Menschen und dann nutzen wir sie nicht. Das heißt, also das ist betriebswirtschaftlich ist das gesehen ein blanker Unsinn. Ja? Und das, was auch noch in der Diskussion vorgekommen ist, wegen den Lehrern, muss ich schon da auch noch eine Lanze brechen. Es ist nicht so sehr, also wie viele Schüler in einer Klasse sind. Es gibt Lehrer, die quasi nicht in Krankenstand gehen wollen oder können, weil keine Reserven da sind. Da geht es wirklich nicht um das, ob die jetzt eine Stunde länger oder nicht so lang in der Klasse sind. Sie haben viele Vor- und Nachbereitungszeiten, aber vor allem, sie können quasi den Krankenstand nicht nutzen, weil es belastet dann die anderen Kollegen. Also das ist etwas, was am System geändert gehört. Es gibt ein paar recht tolle Systeme, habe ich auch mit der Frau Bundesminister Schmidt schon besprochen, in den nordischen Ländern hat man zum Beispiel eingeführt, das ist ganz interessant, im Sommer eine freiwillige Fortbildung, ein Monat, ja, also im pädagogischen Bereich, aber auch zum Beispiel EDV und solche Kurse. Und die das freiwillig gemacht haben, haben ein bisschen mehr bezahlt gekriegt im nächsten Jahr als die das nicht gemacht haben. Das war der eine Effekt, das war das Bezahlen. Aber der andere Effekt war, dass alle Direktoren nur mehr Leute nehmen wollten, die das gemacht haben. Weil du natürlich heutzutage verändert sich das so wahnsinnig schnell. Du kannst ja nicht verlangen von jemandem, dass der die ganze Internettechnologie sich selbst beibringt. Und diese Lehrer waren auch beliebter und sind sozusagen viel weiter vorangekommen. Da merkt man, also es gibt schon Hebeln in vielen Sachen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, es kommt nicht nur auf die Anzahl der Leute drauf an, es kommt drauf an, auch auf die pädagogische Ausbildung, also besser ausgebildet, besser auch weitergebildet, besser bezahlt. Es ist, wenn man sich mit Spezialisten beschäftigt, glaube ich, nicht nur die Anzahl der Kinder in der Klasse, sondern das Ganze drumherum, außer eben, wenn die Kinder nicht Deutsch können, dann braucht man einen zweiten Lehrer, weil sonst, also im normalen Unterricht geht das angeblich nicht. Hat noch jemand eine Frage? Oder ich wollte nur kurz darauf antworten. Also das eine ist vollkommen richtig. Also für Menschen aus Drittstaaten, die hier zum Beispiel eine Ausbildung absolviert haben über Jahre hinweg und dann eine hohe Qualifikation haben, zum Beispiel ein technisches Studium, wenn sie die Einkommenshürde da nicht nehmen können und die ist sehr hoch, dürfen sie hier nicht bleiben. Ja. Und das ist ein Punkt, wo man schon sagen muss, wenn du schon Geld in die Hand genommen hast für die Ausbildung, also vor allem wenn es höheres, tertiärer Sektor ist, dann ist es eigentlich volkswirtschaftlich eine Vernichtung von Ressourcen, dass du dann keine Möglichkeit hast, da zu bleiben. Es gab einen berühmten Fall, ich glaube, das war FM4-Moderator, der war unter der Einkommensgrenze, der hat aber 9 Sprachen gesprochen, also war ein super Talent. Ja. Ja, und da hat man dann gesehen, wie absurd das eigentlich ist. Du musst über den Level, ich weiß nicht, 2000 Euro oder sowas kommen, das ist absurd. Ja. Merkt man auch, wie das ins Gegenteil verkehren kann. Ja. Und die andere Geschichte, also was die Frage, wie du ein Schulsystem gestalten kannst, wo man auch gern 2 Stunden mehr, es ging ja um Anwesenheit in der Schule und nicht um mehr Arbeit, sondern Anwesenheit in der Schule. Und da musst du schon schauen, passen die Voraussetzungen, hast du überhaupt einen Platz im Konferenzzimmer arbeiten zu können, hast du überhaupt eine Möglichkeit, eine Mittagsküche zu organisieren. Ja? Also da gehören viel organisatorische Voraussetzungen auch dazu. Und ich sage, mit Sicherheit ist das Interesse der Lehrergewerkschaft nicht immer das,
der Interessen der Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und auch die Politik wäre gut beraten, mehr auf engagierte Lehrerinnen und Lehrer zu schauen und nicht auf die Interessen der Gewerkschaft. In Deutschland ist die Lehrerinnengewerkschaft ganz anders organisiert. Also die bemühen sich viel mehr, innovative Unterrichtsinhalte sich weiterzuentwickeln und nicht nur dieses ganz klassische Neugebäude-Interessenspolitik. Aber da kann man lang diskutieren. Also das ist Thema für einen eigenen Abend. Da noch eine letzte Frage. Ja, eine wahrlich historische Diskussion. Während wir hier Ihnen zugehört haben, wurde der Papst gewählt. Das ist der weiße Rauch aufgestiegen. Wir wissen zwar noch nicht, wer es ist, aber meine Frage an Sie, was glauben Sie, wann die erste Frau Bundeskanzler gewählt wird? Ich glaube grundsätzlich ja, das ist überhaupt keine Frage mehr. Ja. Ich finde, es geht nicht nur um Spitzenpositionen, wo man halt einen Mann gegen eine Frau austauscht, das war auch das Thema bei unserer Kampagne, sondern es geht generell um Vielfalt. Ich würde nie sagen, eine Frau ist jetzt die bessere Chefin oder Frauen sind generell die besseren Menschen, sondern es geht einfach um Vielfalt, um Diversität und in vielen Bereichen hast du halt wenig Frauen und das ist schade. Also da fehlt uns einfach Wesentliches. Umgekehrt hast du in manchen Bereichen keine Männer. Bei den Kinderbetreuern fehlt es, eindeutig, da brauchen wir mehr davon. Ja. Also es geht um Diversität im Grunde. Ja. Mhm. In dem Sinn, also schauen wir mal, 2013. Dann viel Erfolg, ich, ja. Ich darf noch was, darf ich ganz kurz zum Abschluss? Du musst mir jetzt assistieren. Also erstens, das mit dem Geburtstag habe ich ja gewusst und das ist jetzt ein Geschenk, das ist ein sozusagen egoistisches Geschenk. Im Bio-Kistl sind nämlich immer Rezepte drinnen zum Zubereiten der Zutaten und das ist jetzt angeblich der Renner bei den vegetarischen Kochbüchern. Ich hoffe, dass ich einiges davon im Kistl finde. Nur mit Widmung, ja. Dankeschön. Und nachdem das für Sie ein Plakat und ein T-Shirt Bio macht schön, obwohl das, ja, es ist, was wollen Sie mir damit sagen? So, ich möchte mich bei allen bedanken fürs Kommen und Ihnen alles Gute wünschen für dieses anstrengende Jahr und Ihnen weiterhin viel Erfolg.